Mann soll Philipp zahlreiche Liebesaffären gehabt haben. Er bevorzugte erotische Themen und ließ von Tizian Venus und der Orgelspieler für seine Sammlung anfertigen. Cave, cave, Dominus widert. Hüte dich, der Herr sieht es. Mit zunehmendem Alter war Philipp von der geheimnisvollen Bildsprache des Hieronymus Bosch fasziniert, dessen Tisch der sieben Todsünden er neben seinem Bett aufstellen ließ. Ira, der Zorn. Superbia, der Hochmut. Luxuria, die Wollust. Erzidia, die Trägheit. Gula, die Völlerei. Avaritia, der Geiz. Invidia, der Neid. Der König, der Tage und Nächte im Gebet verharrte und auf seinem Sterbebett 3 Tage lang seine Sünden bekannte, scheint von tiefen Schuldgefühlen gequält worden zu sein. Permanent stellte sich ihm die Frage nach den letzten Dingen. Was kommt nach dem Tod? Der geistigen Welt Philipps reichen tief in die Anfänge der spanischen Geschichte zurück.